Fahrzeug Schlaf zur Verfügung. Kleine Kinder schlafen mehrfach am Tag, ältere Leute auch, da hat man was mehr Zeit. Und wenn dann die Leute so in Ruhe ließen, so wie sagen wir mal, wenn sie in den Italien Urlaub fahren, dann können sie auch mittags sich nochmal hinlegen, dann ist es ein bisschen besser fair. Aber in modernen Gesellschaften ist ja viel Druck und das muss alles in den Tag gepackt werden. Und wenn dann diese eine Phase, die wir haben, gestört ist, dann merken sie das. Und jetzt gibt es ein paar große Themen beim Schlaf und das merkt man auch in der Praxis oder in den Kliniken. Schnarchen ist ein Riesenthema. Ja? Jeder zweite Mann ab 40 schnarcht irgendwann. Das hat was damit zu tun, dass die Natur uns quasi für 35 Lebensjahre fit gebaut hat. Und ab dem Alter fängt das an, dass uns das Gewebe nachts ein bisschen erschlafft. Und zwar insbesondere im Rachen. Ja? Der Rachen ist seit Erwerb der Sprache des Menschen nur ein schlammiger Schlauch. Manche Tiere haben da noch Knorpel, die schnarchen nicht, die können aber ignorieren oder grunzen. Und dann hat der liebe Gott gesagt, da willst du sprechen lernen. Dann haben wir gesagt, ja, aber der Preis, den sie zahlen, ist, dass das nachts in sich manchmal zusammenfällt und dann kriegen wir nicht so gut Luft. Und dieses Schnarchen, das stört halt nicht nur die Partnerin, die merkt das, aber wir selber merken irgendwann, boah, so fit ist doch ein bisschen anders. Und das war aber lange Jahre ein Kavaliersdelikt. Die in den 50er Jahren das typische Rollenbild, er geht arbeiten, sie ist zu Hause. Die Frauen haben sich nicht getraut, die Männer anzuschubsen. Die haben gedacht, komm, jetzt mach. Hat sich geändert. Ach komm, lass sie also macht aus dem Haus, dann lege ich mich eine Stunde hin. Heute gehen die Frauen selber alle arbeiten, haben Kinder. Ein hoher Druck aus der Nacht. Und wenn die nicht funktioniert, dann spürt man das. Sodass Schlaf stark auch über Frauen getriggert wird, weil die merken, wenn wir nachts sägen. Ja? Und wenn wir das messen, dann sind das Lautstärken bis 55, 60 Dezibel. Das ist richtig laut. Das ist wie ein Trecker vor dem offenen Schlafzimmerfenster. Und das ist unangenehm. Und Frauenschlaf ist genetisch leichter störbar durch Geräusche. Die Frauen sollen die Kinder hören, wenn das ist. Die hören aber auch uns so. Ja? Darf ich gerne da dran? Ja, ich bitte. Also, ich würde ganz gerne... Ja. Ich würde ganz gerne die Lösung aller vieler Beziehungsprobleme lösen. Aber zumindest derer des gesunden Schlafs. Also wir haben einen Schnarchstörer entwickelt. Was macht der eigentlich? Also man setzt ihn auf in die Höhle und er kann einfach Schnarchgeräusche erkennen. Sobald er diese Schnarchgeräusche erkennt, gibt es so einen kleinen Impuls. Man wacht nicht wirklich auf, man wird so ein bisschen geschüttelt und man dreht sich um. Weil 80% der Probleme beim Schnarchen ist halt die Rückenlage. Da gibt es ja ganz tolle Dinge mit Kissen auf dem Rücken, ne? So eine Haifischflosse, dass man sich umdrehen kann, ist aber nicht wirklich praktikabel. Aber ist es der Tritt der Partnerin in die Seite. Ja, das stimmt. Da hat man den Tablet vor. Naja, egal. Soll ja besser werden. Auf jeden Fall das Thema, man setzt sich in das Ohr, man aktiviert, es ist mit Bluetooth und App und am Ende oder morgens kann ich dann auch wirklich mal kontrollieren, wie habe ich geschlafen oder wie habe ich geschnarcht, wann habe ich geschnarcht und hat es dann wirklich geholfen.